um den Inhalt dieser rot schraffierten Fläche zu berechnen, das heißt Inhalt dieser Fläche, die von diesen zwei Funktionsgraphen eingeschlossen ist, werden wir zuerst den Inhalt dieser grün schraffierten Fläche berechnen, wovon wir den Inhalt dieser blau schraffierten Fläche abziehen. Nochmal, um den Inhalt dieser rot schraffierten Fläche zu berechnen, berechnen wir zuerst den Inhalt dieser grün schraffierten Fläche, wovon wir den Inhalt dieser blau schraffierten Fläche abziehen. Effektiv, diese grüne Fläche minus diese blaue Fläche ergibt diese rote Fläche. Also machen wir dies. Zuerst berechnen wir den Flächeninhalt dieser grün schraffierten Fläche. Und dieser Flächeninhalt, das ist das Integral von 0 bis 1, von 0 bis 1, von dieser Funktion Quadratwurzel von x dx. Davon ziehen wir ab den Inhalt dieser blau schraffierten Fläche. Und dieser Flächeninhalt ist das Integral von 0 bis 1 von dieser blauen Funktion x² dx. Also, wenn wir diese Differenz von den beiden Integralen berechnen, dann finden wir effektiv den Inhalt dieser rot schraffierten Fläche. Die zweite Stammfunktion ergibt x hoch 3 Drittel. Die erste Stammfunktion, die gilt es jetzt zu bestimmen. Stammfunktion von Quadratwurzel x dx. Quadratwurzel x können wir auch noch schreiben, x hoch 1 halbes, wovon die Stammfunktion x hoch 1 halbes plus 1 geteilt durch 1 halbes plus 1 ist, also x hoch 3 halbe geteilt durch 3 halbe. Diesen Bruch können wir auch noch so schreiben. Und x hoch 3 halbe ist genau dasselbe wie x mal die Quadratwurzel von x. Also können wir jetzt diese Stammfunktion variieren lassen zwischen 0 und 1 und diese da ebenfalls. Dann tun wir das. Diese Stammfunktion ausgedrückt bei 1 ergibt 2 Drittel. Und diese Stammfunktion ausgedrückt bei 0 ergibt 0. Diese Variation ergibt also 2 Drittel minus 0, das heißt 2 Drittel. Jetzt diese Stammfunktion ausgedrückt bei 1 ergibt 1 Drittel und diese Stammfunktion ausgedrückt bei 0 ergibt 0. 1 Drittel minus 0, das macht 1 Drittel. Also müssen wir berechnen 2 Drittel minus 1 Drittel. So, diese Differenz beträgt natürlich 1 Drittel. Was also heißt, der gesuchte Flächeninhalt beträgt 1 Drittel. Aber 1 Drittel was? Es ist genau 1 Drittel vom Flächeninhalt des Einheitsquadrats. Das scheint mit unserer Zeichnung übereinzustimmen. Das heißt, unsere Antwort hat zeichnerisch große Chancen, richtig zu sein. Sie ist richtig.